aus Hamburg. Willkommen zu einer neuen Serie auf dem Channel. Und zwar seid ihr Zeugen meines American Dreams. Ich nenne die Serie jetzt My American Dream. Und um es kurz zu machen, ich habe mich dazu entschlossen, meinen ersten Wettkampf zu machen. Der Wettkampf heißt American Dream, deswegen nenne ich die Serie einfach My American Dream. Und passenderweise, wer schon länger dem Channel folgt und mir folgt und Julia folgt, die ist ja auch Teil des Channels, weiß, dass wir Amerika-Fans sind und wir auch den amerikanischen Traum irgendwie haben. Ja? Wir würden auch gern rübergehen. Deswegen fand ich das sehr passend, dass der Wettkampf so heißt. Für die meisten kommt das jetzt recht spontan. Ich muss dazu sagen, meine Zielsetzung, einen Wettkampf zu machen, habe ich mir schon im... Ich gehe hier mal ein bisschen runter. Sieht man mich so? Ein bisschen zur Seite hier. Ich dachte, wenn ich schon in der schönsten Stadt der Welt lebe, zeige ich sie euch auch mal. Das ist die Alster. Back to topic. Und zwar wollte ich oder habe mir das Ziel letzten September gesetzt, Aufbau und Ende nächsten Jahres dann, also jetzt Spätsommer, Herbst, einen Wettkampf zu machen. Ist zwar nicht alles in der Vorbereitung so gelaufen, der Aufbau wie Verletzungstechnisch etc. Und habe auch lange überlegt, ob ich den Wettkampf machen soll. Bin aber niemand, der sich Ziele setzt und wenn er dann die Möglichkeit hat, das auch zu machen, dann aufgibt. Deswegen habe ich jetzt mal geguckt, Beachstyle Cologne wäre zu früh gewesen. Ich mache ja jetzt schon seit Anfang März einen ganz langsamen Cut. Die Form ist jetzt gut gewesen. Ich habe jetzt, wir haben jetzt Freitag, den 24. Juli. Das heißt, ich bin jetzt noch 5 Wochen vom Wettkampf, 5 weeks out. Kann ich endlich auch mal offiziell sagen, dieses how many weeks out. Extrem cool finde ich das. Ja. Ich nehme mal die Sonnenbrille ab, das macht man nicht, aus meiner Sicht. Ja, darum geht's in dieser Serie. Ich werde euch da natürlich jetzt ein bisschen mitnehmen. Ich werde Vlogs machen, nicht täglich, aber immer mal wieder Sachen auf dem Weg mitnehmen. Wie Training, Essen, wie so eine Vorbereitung halt läuft. Ich mache das alles relativ zum ersten Mal. Bin aber ganz zuversichtlich, dass das richtig gut wird. 5 Wochen, ich werde jetzt gleich mal vielleicht ein kleines Posing-Video einspielen oder vom letzten Training und danach nochmal Bilder, werdet ihr gleich sehen, die Form jetzt ist, 5 Wochen vorher und dann könnt ihr mich begleiten auf der Reise. Der Weg nach Fulda, My American Dream. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr sehen wollt während dieser Vorbereitung, was euch interessiert daran. Dann nehme ich das auf. Ja, ich bin selbst ein bisschen aufgeregt, noch nicht so richtig, aber ich weiß ja schon, ein, zwei Leute, die daran teilnehmen werden und dann, das ist schon, sind schon Hausnummern. Aber hey, setzt euch die Ziele groß und dann gucken wir, was daraus wird. Moin Moin! So Leute, ich habe mir vorgenommen, mehr zu vloggen für die Vorbereitung des Wettkampfes. Und wir haben jetzt Donnerstag, den 24.07., also noch gut 5 Wochen vom Wettkampf. Jetzt geht's ins Push-Training. Und habe eigentlich noch ganz gut Power. Bin jetzt bei 300 Gramm Carbs. Die Mahlzeit werde ich gleich aber auch nochmal abfilmen. Habe auch ja gerade noch ein Posing-Update abgefilmt bei FedEx. Ich gucke mal, ob man das verwerten kann. Work it. Und
also gestern beim Training. Und ja, jetzt geht's los, jetzt wird's ernst, 5 Wochen. Dann will ich mich auf die Bühne stellen und dann aber auch in Topform. Also Training durchziehen, Push Day, OHP, Vollgas, bis später. Kleines Voice-Over vom Training. OHP stand an, 5x5, 62,5 Kilo war das Ziel. Und ja, was soll ich sagen? Absolviert. Es war schwer an dem Tag. Hatte einen schweren Beintag vorher, war alles relativ müde. Das zentrale Nervensystem war müde, aber der Wille war da. Jetzt geht es eh darum, die Kraft so gut es geht zu halten. Wenn die Kalorien jetzt doch droppen weiter. Ja, von daher war ich damit zufrieden. Form, Ablauf, hätte besser sein können. Was ich dann noch gesehen habe, jetzt gerade bei der, jetzt wo ich es gerade sehe, wieder meine extreme Beinlängendifferenz, die wahrscheinlich auch wieder durch eine Blockade oder des ISGs, des Iliosakralgelenks kommt. Hier sehe ich jetzt mein linker Arm. Sieht hier viel länger aus als mein rechter. Das ist wirklich wieder wegen der Beinlängendifferenz. Ich stehe total schief. Das ist auch wieder eine Sache, die da muss ich dran arbeiten, dass ich diese Blockaden nicht mehr kriege. Aber egal, Training wird durchgezogen seitdem. Ich habe nicht alles gefilmt. Dann am Ende habe ich jetzt hier noch eine speziellere Übung, wirklich für den oberen Brustbereich. Gerade da, wo die meisten wenig Brust haben, genau wie ich auch. Probiert's mal aus. Sehr spezielle Variante, muss man halt auch die Möglichkeit haben, sich das aufzubauen. Ich spüre das halt oben außen in der Brust sehr, sehr gut, diese Variante. Ja, das war das kurze Training. Weiterhin gleich viel Spaß mit dem Vlog und dem Essen, das gleich noch kommen wird. Direkt aus meinem Drogenlabor, Luca. Letzter Facebook-Comment. Sieht hier so ein bisschen aus wie im Drogenlabor. Nein, ist leider meine Küche. Ich hoffe, da gibt es bald ein Upgrade. Gerade Push-Training gehabt. Brust ist voll, Schultern auch. Und ich zeige euch jetzt mal, was es bei mir Post-Workout gibt. Und zwar selbstgemachte Kartoffelpuffer. So sehen die aus. Ich hoffe, die brennen gerade nicht an. Ich kann euch mal die Packung zeigen. Hier. Von Henglein. Kartoffelpuffer Teig mit geilen Macros. Ich hoffe, er kriegt das jetzt fokussiert. Nein, kriegt er nicht. Egal, ich erzähl's euch. Und zwar haben 100 Gramm kein Fett, 0,1, 18 Gramm Carbs, davon 1,5 Zucker und 1,9 Fett. Das heißt, ich mache mir jetzt gerade 350 Gramm, das sind 4 große Patties und ich zeige euch das gleich, wenn es fertig ist, das ganze Meal. Dazu gibt es noch einen Pita Burger mit Pulled Pork. Das Meal ist ready und weil wir ja so geiles Wetter haben, nicht in Hamburg und ich glaube deutschlandweit auch nicht, dass der Sommer gar nicht da ist. Ich glaube, hier ist besseres Licht. Kriege ich so weihnachtliche Ansätze, ja. Das heißt, Kartoffelpuffer, Rotkohl im Sommer. Keine Ahnung, normalerweise hätte man da gar keinen Bock drauf. Ich hatte richtig Bock heute auf sowas Herzhaftes. Ja, dazu gibt es meinen Pita Burger, Pulled Pork. Bisschen Light Cheese und Frischkäse. Dazu ein bisschen Kräuterquark und mein Ketchup, der Light Curry Ketchup für die Kartoffelpuffer. Und das ist jetzt mein Post-Workout Meal. Also, Wettkampfvorbereitung muss nicht langweilig sein. Pute Reis, Brokkoli, gib es nicht. Nicht bei mir. Kleines Dessert. Ich habe mir mal wieder mein Eis gegönnt.
Diesmal mit Blaubeeren. Die Cheerios sind, glaube ich, erstmal raus, weil die Carbs jetzt deutlich lower sind. Deswegen schön Blaubeeren rein, ist auch geil. Ja, das war das Mittagessen, Dessert. Vielleicht filme ich nachher auch noch mein Abendessen. Dann habt ihr einen kompletten Tag. Fast komplett. Frühstück ist ausgeblieben, aber da mache ich sowieso nochmal ein separates Video mit den Zotes und dem Protein Sludge. Ich schalte auch noch mal ein. Letzte Mahlzeit des Tages. Komme gerade vom Personal Training. 20.30 Uhr. Roundabout. Was macht die Uhr? 20.51 Uhr. As you see. In meiner kleinen Küche. Und woran erkennt man, dass man in Wettkampfvorbereitung ist? Jetzt doch langsam. Daran, dass es abends auch mal Salat gibt. Da drin sind jetzt ordentlich Ei, 100 Gramm Leitfeta, Tomaten, was haben wir noch? Mais, Lauchzwiebeln. Tipp von mir für Salat, immer Lauchzwiebeln, super lecker. Und ein selbstgemachter Dip aus Senf, Miracle Whip Balance und Joghurt. Ein bisschen. Hab ich hier noch ein bisschen Flavor King reingemacht. Was ist das? Lemon in Salat für den Geschmack. Und ja, das ist jetzt das letzte Meal. Ich zeige euch mal jetzt die Macros. Würde ich mal sagen, die heutigen. Mal mit der Cam hier gucken, ob ich das so fokussieren kann. Come on, Fokus. Das ist wahrscheinlich der falsche Camera-Mode hier. Naja. Auf jeden Fall 40 Gramm Fett, 275 Gramm Carbs und 175 Gramm Protein. 5 Weeks out, das sind die Macros für heute. Das kommt jetzt da rein. Und dann ist es heute auch, it's a wrap. Morgen ist Pull Day und ich falle erstmal tot ins Bett. Sehen wir uns morgen.